Just get to your room and grab Warren's flash drive. Du sagst es, Max. Hallo, Internet. Hier ist wieder Baconzack für euch und willkommen zum nächsten Teil von meinem Let's Play zu Life is Strange. Ja, im letzten Teil des Let's Plays sind wir auf dem Gartengelände unserer Uni rumgelaufen und haben es endlich mal dieser blöden Kuh heimgezahlt, die wir schon im Unterricht kennengelernt haben. Und jetzt sind wir endlich hier im Wohnheim und müssen eigentlich nur unser Zimmer finden. Is this a Vortex Club or a Victoria Club initiation? Truly pathetic. Okay, was haben wir hier so? I'd love to make a photo collage of every person who've posted these. Aha. Na, gucken wir mal weiter, was ist das hier? Dane is still a cheerleader at heart. Juliet, extreme reporter. Extreme, extreme, extreme dinosaurs! Ich muss immer daran denken, wenn ich extreme lese. Oh, die Duschen. Hallo? Hallo? Okay, ich schäme mich für mich und euch, dass ihr euch das anguckt und dass ihr mich dabei gesehen habt, wie ich versucht habe, in die Mädchendusche zu gehen. Aber gut, es war zu erwarten, dass ich sowas probiere. Looks like nobody won this Teepee war. There's nothing left but ghosts. Teepee? Du hast Teepee? Teepee von Martin Banghorn? Kennt einer Beavis und Butthead? Nein? Okay. At least that's an alarm from this century. Okay, this is just mean and stupid. We'll bang for Jesus. Das ist schon ein bisschen heftig. Ja, das können wir wegwischen. Wahrscheinlich malt sie jetzt einfach nur einen riesigen Pimmel daran. Ja, fast. This action will consequence. Ah, okay, cool. Wie auch immer, oder wie groß die Auswirkungen auch sein können, wenn ich ein Peace-Zeichen auf so eine Tafel male. Oh, Victoria, give me a fucking break. Sie ist so eine Bitch. Selbst diese Schilder, die sie zeichnet. Ach, ich will mich nicht weiter darüber aufregen. Wo ist denn jetzt unser Zimmer hier? Was ist das denn? Warren should be all over Brooke. They're perfect for each other. Ich verstehe das Schild nicht. Ich hoffe, ich bin da nicht allein. How sad. I didn't write anything. I have nothing to say. Ah, okay, das ist also jetzt unser Zimmer. Bin gespannt, was sie jetzt anmalt. Obvious, but true. Pokerface? Okay, cool. Na gut, gehen wir jetzt mal rein hier. Ich bin gespannt, wie unser Zimmer aussieht. Home sweet home. My favorite cocoon. Not bad. Not bad at all. Schönes Zimmer, kann man nicht anders sagen. Was ist das? Warren even left me a little message with his flash drive. He's such a goofball. Okay, ihr könnt wieder pausieren, wenn ihr es lesen wollt. Hard to believe I'm 18. Do I look any older? Just more stressed. Sie sieht wirklich nicht unbedingt aus wie 18. Wobei, wie sah ich aus mit 18? But first, let me take a selfie. Okay, ich bekomme dafür sogar eine Trophäe. Ah. Okay, jetzt sehe ich erst, wie viele Fotos ich anscheinend schon verpasst habe. Das ist bitter, finde ich. Ist jetzt doof. Naja, egal. Was haben wir hier im Buch? I'm glad Kate let me borrow her copy of the October Country. I should have every Bradbury book for myself. I love that Mom sent me a fat box of chocolate coconut bites for my birthday. And slipped in a $200 gift certificate. She sure knows how to make a sad birthday happy. Hard to believe I'm 18 now. I'm lucky my parents enabled my photo habit into adulthood.
Standard bla bla einer Geburtstagskarte auf der Karte einer Eltern. It's not exactly pretty in pink, but no shits are given. I like my wardrobe. Would Man Ray call them selfie portraits? Oh, eine Gitarre! Kumbaya, my lord, Kumbaya. Kumbaya, my lord, Kumbaya. Okay, ich auf damit. I'll miss going to the games with my dad. Go Thunderbirds. Ahoy, Captain. At least I know you've got my back. When I swallowed your eye and my parents rushed me to the ER, I knew we were bonded forever. So cheesy, but it makes me smile thinking of the day Mom and I sewed that together. I should hit the thrift store and pick up some dollar vinyl. Is that too hipster? I don't care. Max and Chloe, best friends forever. Who even says that anymore? I'm going to have to call Chloe eventually and find out what she'll say. The longer I wait, the worse it'll be. Idiot. Ah, das ist also Chloe, die beste Freundin von uns aus Kindheitstagen. Falls ihr die Cartier-Bresson, Doineau, Hamilton, the greatest. Ich kenne keinen von denen. Jedenfalls, wenn ihr die Tagebuch-Einträge gelesen habt, von ihr, wenn ihr pausiert habt in den letzteren Sachen. Dann habt ihr mitbekommen, dass wir eine Freundin hatten, namens Chloe. Und wir sind halt weggezogen. Und wir haben, seit wir wieder hergezogen sind, uns nicht mehr bei der gemeldet. Was ziemlich assi ist eigentlich, finde ich. Und ja, das war sie anscheinend auf dem Foto. One day I'll organize my film collection. One day I'll get an actual HDTV. If I'm not looking through a viewfinder, I'm looking through a window. Always looking. You are thirsty. I'm the worst baby mama. Drink up. I'm your baby mama. Was? Okay, ich habe die Blume gegossen. Das wird Konsequenzen für dein Leben haben. Da bin ich immer gespannt, wie sich das entwickelt mit der Blume. Looks like Dana left me a little post-it note. Was? Ich hasse ja Leute, die sich Sachen nehmen, ohne zu fragen. Gott. Great. Now I have to go get the flash drive from Dana's room. Tja, dann müssen wir wohl zu dem Zimmer der guten Dana. You can't get out now, Dana. So tell me the truth or rot in there. Welcome to the real drama queens of Blackwell. This is so stupid. Answer. Juliet looks like she's ready to throw down. Hey, Juliet. Is everything cool? Ridiculous. Oh, yes, Max. I've locked Dana in the room because we're cool. What did she do? What didn't she do? Dana's been sexting with my boyfriend. Ouch. How did you find out? Why do you care? Why are you even asking me? You never talk, just zone out with your camera. That's why I'm talking to you now. What's my last name? Guter Einwand. Juliet Mason. That was truly sad. Thanks for your concern, Max Caulfield. By the way, Juliet Watson. Whoops. Tja, ich würde sagen, da spulen wir direkt mal zurück. Und cheaten mal wieder. Hey, Juliet. Let me out, Juliet. Is everything...
Oh yes, Max. I've locked Dana in the room. Ja, skippen wir alles. Jetzt wissen wir, dass sie Juliet Watson heißt. Juliet Watson, you be nice. I'm flattered. I didn't even think you knew my name at all. Of course I do. Thanks. I locked Dana in because she was sexting Zach, my boyfriend. Unbelievable. If you don't let me out, I will scream. Woher soll sie das wissen? How do you know? Victoria Chase. You know her. You could say that. But why would Dana go after your boyfriend? According to Victoria, Dana would do anything to date a quarterback. According to Victoria? Huh. She saw the sext. And Zachary won't answer his phone. Once Dana admits it, she can go. Straight to hell. Max, I swear I didn't do anything. But I Leave me alone, Max. Get a clue. I know the proof is in her room. Seems legit. Well, whoops. Falsche Taste, sorry. Ja, dann gehen wir wohl mal in das Zimmer der blöden Bitch Victoria. Wenn ich nur wüsste, wo das ist. Aber hier vorne war ja ein Plan. Jetzt gucke ich da nochmal drauf. Welcome to Black Hill. Da. Ja. Direkt gegenüber von meinem. Wie passend. Yeah, Hausfriedensbruch. Alles sehr modern bei der Alten. Ouch. At least she puts her photographs out there. Unlike me. Haha. Niemand mag deine Bilder. Bitch. I bet Victoria put Juliet on her shit list after this article. Victoria hates Rachel Amber this much? What the fuck? How insecure. Alter, das ist schon ein bisschen sick, ne? Victoria is a real Jefferson groupie. I'll give Victoria props for not posting my photo. And for this nice shot. Boom! This is the email I need to show Juliet. Now I have to print this fast and get the hell out of here. Schon so ein bisschen krasses Klischee, dass diese E-Mail, die wir jetzt brauchen, wo natürlich komplett der Tathergang beschrieben steht, mal ebenso offen auf ihrem Desktop ist und sie auch nicht irgendwie ihren Laptop Kennwort geschützt hat oder so. Natürlich, aber hey, warum nicht? So, jetzt haben wir es ausgedruckt und dann nehmen wir das direkt mal mit. This better convince Juliet that Dana is innocent. Ich hoffe, sie haben sich jetzt nicht mittlerweile die Köpfe eingeschlagen. Juliet, read this. Of course. I'm an asshole. I'm sorry, Dana. You are. And I hope so. You really think I'd mess around with Zachary? No, but I get stupid jealous. I owe you dinner. Still love me? And you do my laundry. Thanks, Max. You're like the Blackwell Ninja. Now let's see what Zach has to say about Victoria. You set me free. Thank you. Warren's flash drive is on my desk. Blackwell Ninja. Und direkt kriegen wir einen komplett badass Namen. Almost done. Get the flash drive and then I'll go see Warren. Go Bigfoots. It would be a cool sticker without the words. This is both sad and pathetic.
ist denn jetzt dieser Scheiß? Ah, da ist der USB-Stick. Must protect my precious, so Max never has to chase it down again. What the fuck? War das eine Gollum-Imitation? Ach du Scheiße. Das kann ich besser. Dummer, fetter Hobbit! Oh, Warwick schreibt uns. Oh, und unsere Mutti hat das auch geschrieben. Okay, ich denke, hier sind wir fertig. Dann können wir uns jetzt endlich mal zu Warren begeben. Fuck this shit! Ow! That hurt! Damn, I better rewind. Ah, okay. Hey, Alter, werf mal nicht den Ball hier durch die Gegend. Get lost, hipster. I'm not doing any... Fuck this shit! Okay. Ow, that hurt. Das war wohl die falsche Person zum Ansprechen. Alyssa, move your head. If you insist, Max. If you insist, Max. Now that's what I'm talking about. I actually helped somebody. Das ist ein bisschen strange. Ich rutsche natürlich auch mal einen Meter zur Seite, wenn einer zu mir sagt, weg deinen Kopf. Das sage ich natürlich auch immer. As you wish, Max. Hier war doch das Eichhörnchen, oder? Aber es ist nicht mehr da. Na gut, dann können wir jetzt das Ganze hier mal ein bisschen beschleunigen. Whoa, was stand da dran? I always get a little giddy when I think about having my own room here. Ja, okay, das war wirklich nur das Schild. So don't think I'm blind. I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? No, and leave me alone. Ja, das ist dieser asoziale Security-Typ, der uns auch schon belästigt hat. Hey, why don't you leave her alone? Excuse us, this is official campus business. Excuse me, you shouldn't be yelling at students or bullying them. Hey, hey, nobody is bullying anybody. I'm doing my job. No, you're not. You're part of the problem, Missy. I will remember this conversation. Schön für dich. Verpiss dich, du blöder Assi. Oh, Max, that was great. I think you scared him for once. I have to go, but thank you. It means a lot. Anytime, Kate. I felt like an everyday hero helping Kate, but now Officer David Dickhead is after me. Maybe I should rewind and mind my own business? Nein, machen wir nicht. Das war schon in Ordnung, was wir gemacht haben. Denke ich. I'm glad I stepped in that time. Can't stand to see people being bullied. Wow, wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben den USB-Stick und wir sind auf dem Parkplatz. Das ist ja geradezu famos. Und was geht hier so ab? Oh, ein Vogel. Fahrräder. Tja, ist halt ein Parkplatz. Leute, ich würde sagen, das Erkunden dieses Parkplatzes, das heben wir uns auch für den nächsten Teil. Wir haben heute wieder einen großen Bitchfight verhindert.
Und ich denke, das reicht für dieses Let's Play an Aufregung. Und deswegen bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen und sage... Haunse Baunse!